Es gibt wieder mal einen neuen Glitch in Destiny 2, mit dem ihr euren Raketenwerfer beliebig oft abfeuern könnt, ohne nachzuladen. Was ihr hierzu tun müsst, erfahrt ihr in diesem Video. Für den Trick benötigt ihr den exotischen Raketenwerfer, die Wardcliff-Spule, die ihr entweder wöchentlich bei Xur mit etwas Glück kaufen könnt oder mit sehr viel Glück durch ein exotisches Engramm bekommt. Neben dieser Waffe müsst ihr den Stürmer Titan spielen und die Schusswechselbarrikade auswählen, mit der ihr Munition bei Deckung erhaltet. Nun ist Timing gefragt. Platziert eure Schusswechselbarrikade so, rüstet zuvor die Wardcliff-Spule aus. Achtet darauf, dass eure Waffe mindestens ein Magazin hat und haltet die Sprint-Taste gedrückt. Gleichzeitig beginnt bereits zu feuern und drückt die Kreistaste schnell mehrmals hintereinander. Wenn das Timing gestimmt hat, solltet ihr nun, wie hier im Video zu sehen, ganz schnell mit eurer Wardcliff-Spule schießen können, ohne dass ihr dafür Munition verbraucht und somit unendlich oft schießen könnt, beziehungsweise bis halt eure Schusswechselbarrikade verschwindet. Der Trick funktioniert auf dem PC etwas leichter, da ihr die Tastenzuweisung dort natürlich manuell ändern könnt, aber generell mit etwas Übung funktioniert der Glitch auch auf der PS4 oder Xbox One. Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass der Glitch mit einem Update in naher Zukunft von Bungie gefixt wird, da ihr auf diese Weise den Endgame-Content massiv erleichtert, wie zum Beispiel den Leviathan Raid oder schließlich auch öffentliche Events oder andere Aktivitäten. Das war's auch schon wieder. Wenn dir das Video gefallen hat und du gerne mehr zu Destiny 2 sehen willst, dann gib doch ein Like ab.